Hi Girls, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute wird es meine Schminksammlung für euch geben. Das war ein Videowunsch, den ihr geäußert habt und den möchte ich euch natürlich sehr, sehr gerne erfüllen. Und ja, hier seht ihr schon mal meine Aufbewahrung. Ich habe die Malmkommoden von IKEA und den Schminktisch von IKEA. Den Spiegel und die Lampen ebenfalls von IKEA. Dann habe ich hier oben noch ein Regal, das ist aber aus dem Baumarkt, meine ich. Der Spiegel ist auch von IKEA und hier noch so ein Regal. So, ich werde euch jetzt Schritt für Schritt meine Schminksammlung zeigen, also gesammelt. Und wenn ihr aber zu einzelnen Themen, sage ich jetzt mal Blushes beispielsweise oder Lippenstiften, ein extra Video sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Wir beginnen mit der ersten Schublade. Mal schauen, was da drin ist. Hier sind meine Abschminktücher drin, dann meine Kosmetiktücher, dann hier für kleine Schminkpatzer. Mit diesen Tüchern hier wische ich immer meinen Schminktisch ab. Und ja, ein paar Wattepads einfach. Das ist hier so die Schublade, wo man quasi, man könnte sie quasi nennen, wie nennt man sie? Auf jeden Fall putze ich hier halt damit einfach meinen Schreibtisch ab und einfach, dass ich hier so ein paar Sachen habe, wenn ich mich mal verschminke, dass ich direkt greifbar ein paar Sachen zum Ausbessern habe. Das war die erste. Die zweite Schublade. Hier wird es schon ein bisschen interessanter. Und zwar seht ihr hier meine ganzen Puder und Blushes. Beispielsweise hier ist ein mattierendes Puder. Hier ist ein Blush zum Beispiel von Catrice, ein Highlighter von Alverde. Dann hier einer meiner Lieblingsblushes, den habe ich von der lieben Sandy bekommen. Vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Das ist aus der It Pieces LE damals. Der ist ganz, ganz toll. Oder der Essence Blush ist auch aus der Twilight LE. Das ist auch aus einer LE. Also hier seht ihr, wie gesagt, gesammelt meine kompletten Blushes und Puder in einer Box. Das ist eine Pinkbox, da habe ich das alles rein und ja. Dann hier seht ihr meine ganzen Paletten. Das ist hier die Alverde Palette, die ich auch in meinem Wedding Tutorial verwendet habe. Das kann ich euch gerne mal in die Infobox verlinken. Dann hier eine Palette, die habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Die Palette habe ich mir selber gekauft, weil ich fand die so schön mit diesen Pastellfarben. Da wird auch noch ein Tutorial dazu kommen. Dann diese Palette habe ich auch geschenkt bekommen. Vielen herzlichen Dank. Dann eine meiner Lieblingspaletten von Catrice. Das ist diese hier. Die mag ich total gerne, weil es sind super Alltagsfarben drin. Ein wunderschöner goldener Highlighter. Die finde ich auch super. Und hier auch meine Eltrick Palette. Die bunte finde ich klasse. Dann meine Urban Decay Paletten, zwei Stück. Das sind ja so ein bisschen meine kleinen Schätzchen. Die finde ich auch super, kann ich auch gern mal. Ich habe nur eine Hand, das ist ein bisschen blöd. So, von innen sehen die aus. Und die andere sieht so von innen aus. Also wunderschöne Farben. Schublade Nummer 3. Hier seht ihr meine ganzen Nagellacke. Also hier Nagellack, da Nagellack und 1, 2, 3, 4 und ich habe noch einen fünften Nagellackentferner. Ich weiß nicht, welcher Mensch so viel Nagellackentferner hat. Aber hier seht ihr schon auch meine Sticker und so. Also ja, ich denke, ist noch überschaubar. Aber da habe ich das einfach drin. Dann hier seht ihr meine kompletten Make-ups, also Make-ups und BB-Creams und mein Primer für mein Make-up. Da habe ich zum Beispiel noch eine alte Infinitive Matte, die ist auch sogar noch zu. Meine Pickel-Abdeckstifte und zwei BB-Creams, also das ist so alles, was Make-up betrifft.
Dann habe ich hier, was vielleicht für euch ein bisschen interessanter ist, meine komplette Lippenstiftsammlung. Und teilweise sind hier auch Lipglosse drin. Also da habe ich alle Lippenstifte drin. Ihr seht schon, ich habe das alles in so Glossy-Boxen oder Pink-Boxen. Und diese Box habe ich zum Beispiel von der lieben Anna bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Hier meine Matte Lip Creams. Also das ist wirklich alles, was so Lippenstifte betrifft. Die habe ich alle da drin. Die sind auch bunt gemischt, ob Catrice, ob Manhattan. Alle dabei. Genau, wie gesagt, wenn ihr zu irgendeinem Thema, beispielsweise auch Lippenstifte, ein extra Video sehen wollt, dann sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid, dann drehe ich euch da mal eins und swatche ich euch und so weiter und so fort. Dann, letzte Schublade. Hier findet ihr alles drin, was Fußpflege betrifft. Da habe ich euch auch schon ein Video dazu abgedreht und geschnitten. Das wird auch demnächst kommen. Also hier habe ich alle meine Fußpflegesachen drin. Nur Fußpflege. Also ihr seht schon. Hier sind meine Aufgebrauchtsachen drin. Da werde ich nicht viel dazu sagen. Da wird bald ein Video kommen, weil die Kiste ja schon relativ voll ist. Hier habe ich mein erstes Abonnentengeschenk drin von der lieben Melanie. Vielen, vielen Dank. Das habe ich wirklich in Ehren. So, dann kommen wir zu der Schublade hier von meinem Schreibtisch oder Schminktisch eigentlich. Hier sind komplett Eyeliner drin, beziehungsweise Kohlkajals und Wimperntuschen. Also das ist hier wirklich so ein, das quillt echt schon über. Das ist hier so ein, ja, für die Augen quasi. Dann habe ich hier drin Cremes, die noch unbenutzt sind, bis auf das Pickelgel, das ist schon benutzt, aber sonst sind hier unbenutzte Cremes drin. Dann sind hier meine MAC-Pinsel drin und meine Sigma-Pinsel sind hier drin, in diesem Päckchen. Dann seht ihr schon, also hier, das sind eigentlich so die Sachen, die ich hauptsächlich benutze, deswegen habe ich die hier in der Schublade drin und deswegen, damit ich die einfach schnell greifbar habe. Dann habe ich hier so meine kleine Benefit-Sammlung. Das habe ich ja alles von der lieben Siri bekommen. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Das hat hier ein extra Fach. Mein heißgeliebter Bobbi Brown Concealer. Mein einziger Sleek Blush ist auch hier drin. Das ist Rose Gold. Den verwende ich auch super, super gerne. Dann hier meine ganzen Bronzer. Also das ist wirklich schlimm, aber ich kann vom Bronzer nie genug haben. Da macht man mir auch immer eine Freude damit, wenn man mir einen Bronzer schenkt. Obwohl ich schon, wie ihr seht, ein paar habe. Aber ja, ich liebe einfach Bronzer und da bin ich wirklich verrückt danach. Absolut. So, dann kommt noch einer. So. Dann meine heißgeliebte Lip Butter, die wurde mir leider mal geklaut, deswegen habe ich mir die jetzt nochmal gekauft. Das ist die Farbe, ich glaube Pink Lilac oder so. Ach nee, Delicate Lilac 007, die liebe ich, diese Lip Butter. Dann meine künstlichen Wimpern, der Kleber zu den künstlichen Wimpern, hier nochmal. Dann, das habe ich auch sehr in Ehren, noch nicht geöffnet, der Lip Balm von der lieben Siri auch. Und hier meine Lieblingslidschatten, also das ist ja mein absoluter Favorite von Manhattan, den kennt ihr bestimmt schon. Mein Beauty Blender, dann Oil Control Paper von Catrice. Und wie gesagt, hier so meine Lieblings-Catrice-Lidschatten. Dann hier in diesem Fach meine MAC-Sammlung. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich kaputt lachen. Es ist nicht viel, ich weiß, aber sie sind meine absoluten Goldstücke und die halte ich wahnsinnig in Ehren. Das ist hier ein Blush und zwar ist es Solaray. Das war, glaube ich, zusammen mit dem Lidschatten, da komme ich gleich dazu, mein allererstes MAC-Produkt und ich liebe die Sachen einfach. Ich kann mir nicht viel davon leisten, aber das, was ich habe, das sind meine Schätze. Dann hier ein Lidschatten. Das ist die Farbe Hold That Pose. Ein wunderschöner, gebackener. Dann hier dieser gehypte Blush. Und zwar ist das die Stereo Rose. Wunderschön. Liebe ich über alles.
Dann mein absoluter Favorite Lidschatten, das ist die Farbe Shadow Lady. Und zwar solltet ihr, ich mache den mal kurz auf, das ist so ein dunkles, mattes Lila. Solltet ihr wirklich grün, blau, graue Augen haben, dann kann ich euch den wirklich empfehlen, weil der ist erstens matt, also für Schlupflider wirklich geeignet. Ja, und er zaubert eure Augen, er macht die so schön hell und die strahlen einfach. Also den liebe ich über alles. Wenn ihr mal mit dem ein Tutorial sehen wollt, dann sagt mir da gerne Bescheid. Dann das hier auch ein wunderschöner Lidschatten, das ist die Farbe Evening Grey. Guckt euch mal an, wie dieses Design ist, also wunderschön. Und dann habe ich hier, das habe ich allerdings auch noch nicht benutzt, weil da wollte ich eigentlich die Strobe Lotion dazu haben mit dem goldenen Schimmer. Das ist To The Beach ein Body Öl, ein bronzefarbenes, eigentlich auch sehr schön. Habe ich aber noch nicht benutzt, muss ich mal gucken, ob ich das behalte oder vielleicht weitergebe. Genau, dann hier hinten, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht, habe ich hier so ein paar Schwämme und meine ganzen, Eye Primer, also Eyeshadow Base, habe ich hier einmal die von Reval de Loup, dann einmal die von Essence und eine, die finde ich auch super, na, wo ist sie denn? Hier, von Urban Decay, die finde ich auch richtig, richtig toll, Primer Potion. Hier an der Seite meine Naked 2 Palette, hatte ich in meinen Sephora Haul hochgeladen. Die habe ich leider immer noch nicht benutzt. Und hier meine Set Palette mit einem Bronzer, noch einer und einem Blush. Genau, das war soweit eigentlich meine Schublade, meine heißgeliebten Pinsel. Da wird aber noch ein extra Video kommen zu meinem Sigma MAC. Und allgemein hier oben habe ich hier auch noch Pinsel. Wird auch noch ein Video kommen, apropos, hier oben stehen auch noch Kajals zum Beispiel und Lippenstifte und Lipglosse, also das sind so, ja, die ich hauptsächlich benutze, sage ich jetzt mal. So, dann kommen wir zu der letzten Kommode und zwar ist es einmal die erste Schublade. Dann sind hier Haarsachen drin. Hier zum Beispiel dieser Alverde Waxing Stick. Da habe ich ein Video hochgeladen, wie ich den anwende. In der Form Sleek Dot. Das verlinke ich euch mal in die Infobox, wenn euch interessiert, wie ich diesen Waxing Stick auf meinen Haaren anwende. Dann einfach hier Haargummis, Haarspray. Hier habe ich dann einen Haarreif zum Beispiel. Also alles, was mit dem Thema Haare zu tun hat, ist hier drin. Dann habe ich hier mein GHD-Glätteisen drin, in meinem, ja, Etui dafür. Das ist mir auch heilig, das war auch teuer und da habe ich auch lange dafür gespart. Deswegen wird es immer sehr, sehr gut aufbewahrt. Dann habe ich hier Lidschatten drin, also die benutze ich etwas seltener. Sind so, also die benutze ich zwar auch, aber nur einfach selten, ne? Ihr seht, Essence. Einer von Manhattan, ein Highlighter, dann ein Matter von Catrice hier und ja, Art Deco ist auch dabei, also nichts Spannendes. Dann habe ich hier in diesem Teil, das mache ich jetzt mal auf, so ein paar Haarspangen drin und auch Haargummis, wenn es mal schnell gehen muss. Dann hier habe ich so ein bisschen Schmuck drin für unterwegs. Ne, das ist so mein Schmuckkästchen, wenn ich unterwegs bin, bin ich ja relativ oft. Dann habe ich hier meine heißgeliebte Tiffany-Kette drin. Die habe ich mir nicht selber gekauft, die habe ich geschenkt bekommen, weil, ne, kann man sich ja eigentlich nicht leisten. Die ist auch ein Heiligtum von mir. Dann hier drin habe ich so ein paar Sachen, die ich gern verschenken und verkaufen möchte. Die sind alle unbenutzt. Hier drin befindet sich, das sind hier zwei so Körbchen von Primark. Dann habe ich hier beispielsweise meine Playboy Parfüms, hier meine
Abschminksachen, zum Beispiel den habe ich von der Anna bekommen. Dankeschön an dieser Stelle. Einfach so ein paar Sprays drin, wo ich einfach nicht weiß, wo soll ich die sonst reintun. Mein heißgeliebtes Lieblingsparfüm von Dolce & Gabbana, The One, das liebe ich ja über alles. Hatte ich ja auch schon ganz oft vorgestellt. Ihr seht, hier ist noch ein bisschen Platz. Dann hier zum Beispiel mein Essence Sponge. Wenn ihr dazu eine Review haben wollt, könnt ihr mir auch gerne Bescheid sagen in den Kommentaren. Dann lade ich dazu noch eine ausführliche Review hoch. Dann hier habe ich zum Beispiel auch noch ein paar Haarsachen, Deos und Hitzeschutzsprays zum Beispiel. Hier habe ich so diese Make-up-Bags, die ich einfach jetzt momentan nicht brauche. Die sind alle leer. Hier habe ich meine ganzen Masken drin, also was so an Masken ich habe. Jede Menge, wie ihr seht, kann man ja immer gebrauchen. Und hier sind Pröbchen drin, ob Duftpröbchen oder Blasenpflasterpröbchen. Alles, was mit Pröbchen zu tun hat, ist da drin. Also ihr seht, wirklich nicht groß spannend eigentlich. Ich wollte es nur irgendwie aufgeteilt haben. Ich weiß jetzt auch, wenn ich irgendwie was Neues suche, dann kann ich hier drin schauen. Also das war wirklich vorher ein totales Chaos bei mir. Und hier die letzte Schublade ist eigentlich weniger spannend. Hier habe ich nur leere Pinkboxen drin, mein GHD-Karton, so ein paar Taschen, von denen ich mich nicht trennen kann, wie der von Victoria's Secret zum Beispiel oder von der Siri. Ne, also so ein paar ganz unspektakulär. So, ihr Lieben, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat meine kleine Schminksammlung gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet, wie sie euch gefallen hat oder ob ihr sagt, oh Gott, du hast viel zu viel oder ob ihr es viel zu wenig findet. Ich bin wirklich, wirklich gespannt auf eure Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis bald. Macht's gut. Tschüss.